Liebe Gäste, liebe Freunde des Spargels, also die Moderation und die Ansage ist sehr pratisch. Ich komme vor wie beim Boxkampf und komme eher vor wie der Klitschko, gell, wie im DB. Liebe Freunde, es ist natürlich immer wieder eine Freude, hierher zu kommen. Und wie man an mir sieht, ist natürlich das Thema Kulinarik und Genuss für mich schon wesentlich. Gell? Als Sohn eines Metzgers und einer Kellnerin darfst du mir glauben, dass das Thema Essen, Trinken natürlich etwas ist, was ich sehr schätze. Und wenn es dann noch in dieser Qualität ist, dann ist es natürlich was ganz Besonderes. Ich freue mich natürlich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag, aus dem Bezirkstag und natürlich Landratsamt und Stadt hier alle vertreten sind. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass man zusammen mit dem Erzeugerverband, liebe Claudia Westner und Peter Strobel, dass wir hier gemeinsam unterwegs sind. Und im Endeffekt haben wir hier die schönsten Botschafterinnen bayerischer Lebenskultur und natürlich auch der Produkte. Und das ist wichtig, dass wir hier schon mit einem gewissen Selbstverständnis, aber natürlich schon auch mit der Vorstellung, dass wenn wir vielleicht ein bisschen teurer sind, ist auch klar, dass wir ein bisschen besser sind. Also sind wir es auch wert. Und deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, die heimischen Produkte und vor allem auch den Schrobenhauser Spargel zu kaufen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Gemeinschaft hier über die Parteigrenzen hinweg hier als Werbepartner und als Botschafter hinauszieht und versucht, das Produkt gut zu präsentieren, dass natürlich Kultur und somit auch die Musik, auch von mir, alles Gute zu eurem Geburtstag, dass das natürlich wichtig ist und die Vereine, gerade unsere Schützen, dokumentieren das ja immer wieder. Und sie waren ja auch bei der Grünen Woche, das ist wesentlich, dass wir uns hier positionieren. Und ich kann bloß sagen, ich wünsche euch ein schönes Fest. Natürlich alles, alles Gute auch noch für die Saison und vor allem unfallfrei das Ganze und Gottes reichen Segen. Herzlichen Dank. Jawohl.